Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zum LPR-Forum Medienzukunft. In diesem Jahr wird gewählt und das nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Ländern Bayern und Hessen. Und das hat die Landesanstalt für privaten Rundfunk in Hessen zum Anlass genommen, über den aktuellen Wahlkampf zu diskutieren. Wähler im Netz, über die Veränderung der politischen Kommunikation. So heißt der Titel des LPR-Forums Medienzukunft in diesem Jahr. Es geht darum, wie die Parteien ihren Wahlkampf in die sozialen Netzwerke verlagert haben. Die Veränderung der politischen Kommunikation steht im Mittelpunkt. Vor 15 Jahren beispielsweise standen vor allem die Internetseiten der Parteien im Vordergrund. Heute wird gepostet, getwittert, geblockt und gefacebookt. Welche Strategien die Parteien im Online-Wahlkampf verfolgen, das zeigen wir Ihnen gleich nach dem Themenüberblick. Zukunft im Blick. Landesmedienanstalt diskutiert die Entwicklung der politischen Kommunikation. Wähler im Netz. Welche Rolle spielen die neuen Medien im bevorstehenden hessischen Landtagswahlkampf? Medien unter Zugzwang. Wie hat die digitale Revolution die Berichterstattung über Politik verändert? Mehr als die Hälfte der Deutschen ist in sozialen Netzwerken aktiv. Vor der Landtagswahl in Hessen werden die Parteien deshalb die sozialen Netzwerke zu wahren Kampagnenschauplätzen ausbauen. Und deswegen sind wir der Frage nachgegangen, welchen Einfluss diese Kampagnen und die neuen Medien allgemein auf den hiesigen Wahlkampf haben. Das Potenzial scheint überwältigend. 41% der Deutschen nutzen laut Forschungsgruppe Wahlen auch das Internet, um sich über Politik zu informieren. Klar, dass die Kontrahenten im anstehenden hessischen Landtagswahlkampf die neuen Medien längst für sich entdeckt haben. SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel versorgt seine Anhänger per Facebook und Twitter bis zu 20 Mal am Tag mit Neuigkeiten. Ab und an deutlich pointierter als in so mancher Pressemitteilung. Manchmal rege ich mich auch einfach nur über andere auf. Wenn beispielsweise die FDP mal wieder meint, sie müsse die Beteiligung der Banken an den Folgen der Finanzmarktkrise kleinreden und hintertreiben, dann merkt man bei mir auch eine gewisse Emotionalität, aber manchmal auch sehr einfache Dinge, die sich im persönlichen Umfeld bewegen. Weniger spontan, aber höchst professionell organisiert. Das Online-Engagement der Union. Wir haben bereits im Jahr 2009 bei der Landtagswahl mit unserem Webcamp 09 Furore gemacht und damals einen sehr engagierten Webwahlkampf auch geführt. Den werden wir auch im Sommer bei der Bundes- und bei der Landtagswahl führen. Wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder von anderen Landesverbänden und auch von der Bundespartei angefragt wurden über das, was wir im Landtagswahlkampf 2009 gemacht haben. Internetforen, Imagevideos, Podcasts. Wahlkampf auf allen Kanälen. Doch lohnt sich dieser Aufwand für die Parteien wirklich? Genau das versucht Thorsten Faas herauszufinden. Der 37-jährige Professor für Politikwissenschaft untersucht die Zusammenhänge zwischen Mediennutzung und Meinungsbildung. Wahlkampf im Netz, anno 2013, eine Selbstverständlichkeit. Keine Partei kann sich heute leisten, nicht im Internet präsent zu sein. Das würde als völlig veraltet und unmodern gelten. Also alleine schon deswegen ist Internet wichtig. Online-Präsenz als reiner Gruppenzwang also? Nein. Denn das Internet bietet den Parteien eine große Chance. Hier sind junge Menschen, die erreichen sie mit vielen anderen Formaten, die sie sonst nutzen würden, nicht. Insofern müssen sie es schaffen, diese jungen Menschen für Politik dort zu begeistern, sie dort abzuholen. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass man es häufig ein bisschen witziger, ein bisschen lauter, vielleicht auch ein bisschen kritischer dort versucht. Angesichts der allgegenwärtigen Beschleunigung muss jede Aktion möglichst schnell Aufmerksamkeit erreichen. Die nächste Einmeldung könnte jeden Moment kommen. Es gibt sehr schöne Studien aus dem amerikanischen Wahlkampf. Da spricht man vom 21-Minuten-Zyklus. Das heißt, es braucht nur noch 21 Minuten, bis jede beliebige Information aus jeder Ecke der USA plötzlich auf den Titelseiten zumindest des Internets war, wenn man so sagen will. Und jede Neuigkeit wird dann sofort geteilt, besprochen und bewertet. Der User im Web 2.0 will mitreden. Auch im Politikbetrieb haben Kommentarfunktionen und Like-Buttons ihre Spuren hinterlassen. Es gibt auf Seiten der Politik ein ganz starkes Bedürfnis, sich als bürgerfreundlicher, offener für Bürgerbeteiligung zu zeigen. Das hat auch viel mit dem Phänomen der Piraten zu tun, die ja in den vergangenen Jahren doch sehr große Beliebtheit in einigen Kreisen zumindest erreicht haben. Ob die Piraten sich dauerhaft in der Parteienlandschaft etablieren werden, ist ungewiss. Doch sie haben der politischen Konkurrenz die Bedeutung des Netzes vor Augen geführt. Ihre Form von Basisdemokratie ist ganz entscheidend durch die neuen Medien geprägt.
Normalerweise ist der Prozess bei uns, dass wir über Online-Texteditoren, das sogenannte Piratenpad, Inhalte erarbeiten, Sitzungen vorbereiten. Und die machen wir dann auch online, über Online-Telefonkonferenzen. Und da diskutieren wir dann die Sachen. Und so geht das immer hin und her. Und die Sachen entwickeln sich weiter. Innerparteiliche Meinungsbildung als Online-Beteiligungsprozess. Damit experimentieren auch die etablierten Parteien und werden dabei hin und wieder überrascht. Bei den Sozialdemokraten war etwa das Thema Fluglärm gar nicht als Diskussionspunkt vorgesehen, entfachte dann aber einen lebhaften Meinungsaustausch. Das ist zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür, wie man sehr nah, sehr schnell Kommunikation aufbauen kann mit Menschen, die von einem bestimmten Thema betroffen sind, ohne dass man 4, 5 Filter über Zeitungen, Leserbriefe, langwierige Briefwechsel hat. Das ist eine sehr schnelle Form des Austauschs. Herzlich willkommen beim Mitdenkforum der CDU Hessen. Auch die Union lädt zur Beteiligung ein. Und das nicht nur online. Ihr Generalsekretär hält es für bezeichnend, dass die Parteien ihre Anhänger nicht nur im virtuellen Dialog zu Wort kommen lassen, sondern auch ganz klassisch bei Wahlveranstaltungen in Stadthallen und Bürgerhäusern. Dass wir in Zukunft nur noch eine Entwicklung haben, dass sich Wahlen nur noch im Internet abspielen, das glaube ich nicht. Das ist auch nicht in unserem Interesse, weil am Ende ist auch die Authentizität der Kandidaten, der Personen, die für eine Sache einstehen, natürlich von großer Wichtigkeit. Und ob man die immer im Netz so rüberbringen kann, da bin ich mir nicht sicher. Deswegen glaube ich, dass wir auch in Zukunft noch nach wie vor Papier haben werden. Wir werden Plakate haben, wir werden auch Menschen haben, die für die Argumente dann live auf Veranstaltungen, an Infoständen auch einstehen. Die neuen Medien haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Gekaufte Freunde, manipulierte Statistiken, alles ganz leicht. Als Werbetrommel in Wahlkampfzeiten wird das Internet die klassischen Medien vorerst wohl höchstens ergänzen, nicht ersetzen. Den Alltag politischer Kommunikation hat das Netz aber bereits jetzt umfassend verändert. Michael Boddenberg, hessischer Minister für Bundesangelegenheiten, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Wahlkampf dieses Jahr wird in verschiedenen Bundesländern und im Bund gewählt. Wie gehen Sie damit um? Warum ist das Netz im Wahlkampf wichtiger geworden? Ja, es sind natürlich zunehmend Menschen, gerade jüngere Menschen, die das Netz nutzen und sich dort fast ausschließlich informieren. Manche klassischen Medien sind in den jüngeren Jahrgängen nicht mehr ganz so oft Information und Meinungsbildend. Insofern ist für Parteien es eine Pflichtübung, aber auch eine sehr gern übernommene Pflichtübung, in diese Dialoge zu treten und auch in den Social Medias unterwegs zu sein. Sie haben es gesagt, eine Pflichtübung. Warum? Wo liegen die Möglichkeiten konkret für die Parteien? Ja, sie liegen zunächst mal darum, dass sich gerade auch jüngere Abgeordnete durchaus in diesen Dialogplattformen bewegen und sehr schnell kommunizieren. Wir haben eben ein Stichwort Echtzeitkommunikation gehört. Für mich ist es ein bisschen schwieriger, deswegen, weil ich sehr viel unterwegs bin und zugegebenermaßen nicht in der Lage wäre, rund um die Uhr, wenn Sie so wollen, in diesen Dialogen unterwegs zu sein. Deswegen bin ich da eher ein bisschen passiv, aber ich glaube, dass es eine Reihe von anderen Möglichkeiten gibt, die ich auch nutze, um Internet und ja, diese Kommunikation auch live zu gestalten. Wie sieht es inhaltlich aus? Es geht sehr schnell im Internet. Ist inhaltlich auch die Möglichkeit da, inhaltlich das Gleiche zu sagen, das Gleiche zu kommunizieren, wie, ich sage jetzt mal, in den klassischen Medien, Zeitung, Radio oder Fernsehen? Also es ist sicherlich so, dass die Social Media, also bleiben wir bei Facebook und Twitter, eher geeignet sind für die kurzen Nachrichten. Sie haben den Vorteil, dass sie sehr schnell sind, aber sie sind in aller Regel keine Medien, die man nutzt, wenn man sich in Details informieren will. Dazu braucht man nach wie vor Print, dazu braucht man öffentlich-rechtliches oder privates Fernsehen oder Rundfunk. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Interessenlagen. Insofern ist jetzt im Grunde genommen für jeden, je nachdem, wie intensiv er sich oder weniger intensiv mit Fragen und politischen Fragen befassen will, die Möglichkeit gegeben zu kommunizieren. Worin liegen die Gefahren jetzt für Sie als Politiker oder für Sie als Mitglied einer Partei, für die Parteien im Allgemeinen, sich dort mehr zu bewegen und dort zu bewegen? Ja, manchmal, das sieht man und liest man ja auch immer wieder mal, sind die gerade mal auf Knopfdruck versendeten Nachrichten vielleicht nach 5 Sekunden Nachdenken nicht mehr die, die man hätte senden wollen. Und dann ist es halt raus, das passiert. Das heißt, die Geschwindigkeit hat auch Gefahren, dass man nicht gründlich genug ist. Zum Zweiten sehe ich aber keine Gefahren für den Politiker oder die Parteien, aber sehe durchaus die Gefahr, dass wir Acht geben müssen, dass die Dinge, die eher komplexer werden auf dieser Welt, eben halt auch nicht mit Kurznachrichten vermitteln kann,
sondern dazu braucht es schon auch das Bewahren klassischer konventioneller Medien. Vielleicht ist ein Mix aus beidem gut. Das heißt, ich informiere über Twitter, dass derjenige, der sich informieren will, auf meiner Homepage oder eben in sonstigen Medien dazu die Gelegenheit hat. Aber der Mix ist noch etwas, mit dem ich persönlich auch noch nicht so ganz zu Ende bin, was meine Meinungsbildung anbelangt. Ich werde beides machen und im Wahlkampf sicherlich noch intensiver als außerhalb von Wahlkampfzeiten. Dankeschön, Herr Bonberg. Gerne. Wir wollen jetzt einen Blick darauf werfen, inwiefern sich die Kommunikation im Wahlkampf in den letzten Jahren verändert hat. Bei mir ist der Experte, Herr Professor Christoph Bieber. Sie analysieren die Auswirkungen des Internets auf politische Prozesse. In diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, welche Bedeutung denn die sozialen Netzwerke jetzt für unseren Wahlkampf haben. Sie haben in diesem Jahr natürlich eine sehr viel stärkere Wirkung als vor 4 Jahren, als das Ganze noch im Anfangsstadium war, mit insbesondere so einer großen Plattform wie Facebook mit mehr als 25 Millionen Nutzern, auch in Deutschland, kommt eigentlich kein Politiker, keine Parteiorganisation mehr daran vorbei. Wichtig ist, dass man realisiert, dass es sich hier um andere Öffentlichkeitsstrukturen handelt als bei den klassischen Massenmedien. Das fordert von der Politik eben auch ein anderes Eingehen auf bestimmte Kommunikationsrhythmen und Routinen, die dort vorherrschen. Und macht es auch ein Stück interessant und spannend, weil man nicht so genau weiß, worauf man sich einzulassen hat. Schauen wir mal nach Amerika. Obama hatte ja zu Zeiten seines Wahlkampfs rund 31 Millionen Likes auf Facebook. Das ist jede Menge. Gucken wir nach Deutschland. Ich habe gestern mal recherchiert. Angela Merkel bringt gerade mal 235 Fans mit. Peer Steinbrück hat noch nicht mal die 20.000er-Hürde geknackt. Was können denn die Deutschen für ihren Wahlkampf von den Amerikanern lernen? Das Interessante hier an der Stelle wäre, dass man da vor allen Dingen auf 2008 und nicht so sehr auf 2012, also den letzten Präsidentschaftswahlkampf, schaut. Soziale Netzwerkkommunikation braucht auch Zeit. Es ist nicht so, dass das über Nacht funktioniert, dass man sich dort als Politiker positioniert und sofort ganz viele Freunde, Fans und Follower hat, sondern auch bei Barack Obama hat es weit über ein Jahr gedauert, bis er tatsächlich in den 7-stelligen Bereich gekommen ist. Und dann haben eigentlich die Ereignisse wie die Wahl oder die Vereidigung dazu geführt, dass diese Menge der Menschen, die ihn dort beobachten, in diese Region gewachsen ist. Also man darf nicht davon ausgehen, dass ein kurzer Wahlkampf von 4 oder 6 Wochen Aktivität im Netz dazu führt, dass man gleich mehrere hunderttausend Freunde, Fans und Follower hat. Das braucht Zeit. Und insofern wäre es eigentlich gut, wenn man die Aktivität im Netz dort jetzt schon intensiviert, damit man dann zur Wahl tatsächlich etwas präsenter ist. Sie haben es eben gerade angesprochen, das Netz, die Aktivitäten dort zu aktivieren. Welche Strategien werden denn die Parteien fahren? Naja, das ist schwierig, weil man bei der Kommunikation in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen in persönlichen Öffentlichkeiten sich bewegt. Das heißt, sie sind anders strukturiert. Es ist nicht so, dass ich mir eine Strategie ausdenken kann und sie dann in allen Plattformen einfach einsetze, so wie ich das mit klassischen Werbestrategien außerhalb des Internets mache, sondern im Grunde müsste man sehr viel genauer gucken, nicht nur mit welcher Plattform habe ich es zu tun, sondern auch mit welchen Nutzergruppen und wen möchte ich wie adressieren. Das ist sehr, sehr aufwendig und insofern gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, tatsächlich hier in Kontakt zu treten und ich glaube, man kann eigentlich nur sagen, dass die Politik sich darauf einlassen muss und experimentieren muss. Dabei kann man sich irren und das ist gerade in Deutschland dann ein Problem. Wenn etwas nicht so funktioniert, dann lässt man das ganz schnell sein. Das wäre aber im Netz vollkommen falsch. Wird die Wahl im Netz entschieden in diesem Jahr? Naja, sicherlich nicht dadurch, wer sich dort besser präsentiert. Aber es kann schon sein, wenn es wirklich ein sehr, sehr knapper Wahlausgang wird und wenn es darauf ankommt, ob vielleicht die eine Partei in den Bundestag hineinkommt oder nicht, dann können tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse kippen. Und dann ist es natürlich interessant, ob es gelingt, gerade auf den letzten Metern, vielleicht sogar am Wahltag, Menschen noch zu mobilisieren und zu mitmachen, zu bewegen. Da können soziale Medien durchaus behilflich sein. Und wenn es zu so etwas kommt und man vielleicht feststellen könnte, dass gerade in den letzten Stunden noch ganz viele Menschen für die eine oder andere Partei abgestimmt haben, dann würde man vielleicht sagen können, das hat tatsächlich dazu beigetragen. Aber im Grunde kommt es auf den Medienmix drauf an und nicht auf ein einzelnes Medium. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Wir wollen uns jetzt mit dem Online-Wahlkampf in Hinsicht auf die Daten aus den sozialen Netzwerken befassen. Bei mir ist dafür der Experte Dr. Benedikt Köhler. Schön, dass Sie da sind. Hallo, freut mich auch. Warum sind denn die Daten der potenziellen Wähler für die Politik so wertvoll?
Ich glaube, da muss man erstmal differenzieren, was für Daten man meint. Also es geht ja nicht unbedingt um die persönlichen Daten oder um die Daten, wo jetzt jemand wohnt oder sowas, sondern ich glaube, das Entscheidende ist, in Social Media sehe ich sehr genau, was eigentlich in Echtzeit passiert, welche Themen relevant sind und vor allem, welche Wähler oder potenziellen Wähler sich für welche Themen interessieren und mit welchen anderen Dingen das noch zusammenhängt. Das heißt also, ich habe wirklich so einen Strom von Wissen, der an mir vorbei strömt und ich kann dort wirklich genau merken, Wähler in einer bestimmten Kategorie, die sehr interessant sind für meine Partei, die reden gerade ganz intensiv über dieses Thema und finden das vielleicht dann positiv oder negativ. Das heißt, ich kann sehr schnell darauf reagieren. Scheint fast so, als würde der potenzielle Wähler mit all seinen Profilen und Daten im Netz zum Produkt degradieren. Ist das so? Nein, also es ist ja immer natürlich ein Deal mit den Plattformen. Also warum ist man auf Facebook? Weil man sich dort mit Freunden auseinandersetzen kann, Kontakte pflegen kann, die Familie in anderen Kontinenten oder sowas dort wenigstens virtuell sehen. Also das ist ja immer so ein Abgleich der Nutzen und der Kosten dann für so eine Plattform. Klar, es sind die Kosten, dass die Plattform meine Daten nutzen kann für bestimmte Zwecke. Also da gibt es ja dann dafür die AGBs. Ich glaube, es ist nicht unbedingt die einzelne Person oder das Profil, die hier zum Produkt werden, sondern es sind eigentlich die Diskussionen. Also es ist im Prinzip so, als würde man sich jetzt in eine, was weiß ich, eine Kneipe begeben und dort mal einfach mithören, worüber reden die Leute gerade, was finden die Menschen, wo drückt der Schuh und sowas. Und das sind, glaube ich, die Dinge, das hat man schon immer gemacht. Also man konnte ja schon immer, oder gute Wahlforschung hieß ja schon immer, sich unter das Volk mischen und einfach mal gucken, was gerade los ist. Wir haben jetzt eben Technologien, mit denen wir das systematisch machen können. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber im Endeffekt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es hier so eine Art Verdinglichung der Wähler zwangsläufig sein muss. Was ist denn mit dem Datenschutz an dieser Stelle? Gibt es den noch? Existiert der noch? Ja, selbstverständlich gibt es den noch. Also da gibt es natürlich gerade in Deutschland sehr strenge Regeln, was man mit den Daten machen darf und was nicht. Hier reden wir, wenn wir über die Themen reden, reden wir ja von Kommunikationen, die im öffentlichen Raum stattfinden und vor allem auch, das ist glaube ich sehr wichtig, ich schließe ja nicht auf einzelne Personen. Also ich sage ja jetzt nicht, der Benedikt Köhler interessiert sich für dieses Thema, sondern ich sage, Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, haben vielleicht eine politische Meinung, die in diese Richtung geht. Oder ich sehe Veränderungen. Also ich sehe zum Beispiel Themen, die auf einmal relevant sind. Und das ist natürlich etwas, da spricht man dann eher von Medienbeobachtung als jetzt unbedingt von Umfrageforschung oder sowas. Das ist ja letztlich eine andere Art der Kommunikationsbeobachtung. Führt denn die Digitalisierung der Politik zu einer besseren Demokratie? Ich glaube, das müssen wir erst noch herausfinden. Also dieser Versuch läuft ja im Moment mit immer mal wieder kleinen Erfolgen und Rückschlägen. Ich glaube, was wichtig ist, es ist so eine Veränderung, die jetzt ganz unabhängig von Parteien stattgefunden hat, dass einfach nicht mehr akzeptiert wird, über eine Massenkommunikation angesprochen zu werden. Also quasi dieses Plakat, an dem ich jeden Morgen vorbei muss oder eben ein Fernsehwerbespot, den jeder sehen muss, der für jeden gleich ist. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schnell an Akzeptanz verliert. Also es geht sehr viel mehr darum, tatsächlich einen Kontakt hergestellt zu bekommen, dass also sich Politiker tatsächlich mit den Wählern und zwar mit den Einzelnen auf diesen Plattformen dann auseinandersetzen. Und das ist eigentlich sehr gut. Also es entsteht so eine Art digitales Anspruchsdenken und das verändert die Politik enorm. Also Personen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen, haben im Moment in der Politik schon Schwierigkeiten bzw. werden dann eher in die zweite Reihe gezogen, wo sie jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Professor Bernd Holznagel, Sie sind Medienrechtler an der Universität Münster und Ihr Vortrag ging zum Thema Wahlkampfwerbung 2.0 ohne Regeln. Jetzt gleich die Frage, wo liegt denn die Gefahr im Online-Wahlkampf, wenn es keine Regeln gibt? Dass der manipuliert wird, der Wahlkampf. Sie können sich ja vorstellen, dass wirtschaftlich interessierte Kreise Twitter-Sendungen verschicken und damit Tausende, wenn nicht gar Zehntausende erreichen und man erkennt nicht, dass da bestimmte Interessengruppen hinterstehen. Wie kann man sowas rechtlich schützen oder wie kann man dem entgegenwirken, dass es manipuliert wird? Geht es überhaupt? Ich stelle mir das Internet vor als großen, freien Raum. Überall gibt es andere Regeln, kann eigentlich kaum kontrolliert werden. Kann nicht kontrolliert werden, sehe ich auch so. Deshalb denke ich, muss für Transparenz und Aufklärung gesorgt werden. Die Frage ist, wer diese Aufklärung vornimmt. Machen das jetzt anonyme Kreise im Netz oder machen das gewählte Institutionen, wie die Landesmedienanstalten als Beispiel?
Was kann so eine Anstalt dann machen? Die, zum Beispiel nehmen sie Pairblock, dass man also genau guckt, was ist dort los, welche Plattformen bekommen Einfluss, wer steht hinter diesen Plattformen überhaupt. Man kann auch daran denken, ob es nicht Anzeigepflichten geben sollte, wenn man direkt in den Wahlkampf interveniert. Denken Sie sich daran, dass wir die Finanziers vom Pairblock immer noch nicht kennen. Kommen wir zur Netzcommunity ein bisschen. Ihrer Meinung nach ist also, kann man auch der Netzcommunity solche Regeln in die Hand geben oder kann man quasi die Netzcommunity solche Regeln aufstellen lassen? Würde das auch gehen, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass die Netzcommunity an sich gibt es gar nicht. Der Herr Minister hat das ja dargestellt, dass er 295 Mails bekommt und das Gefühl hat, das ist immer nur einer. Sie wissen eben bei der Netzcommunity nicht, wie viel da wirklich hinterstehen. Manche Schwarmintelligenz entpuppt sich nachher als organisiert von 5 Leuten, die eben 50 Pseudonyme benutzen. Und er hat ja dargestellt, dass er offenbar auch Parteifreunde einsetzt, um auf so eine Schwarmintelligenz per Schwarm zu antworten. Das ist heute so die Situation, dass dort Schwarm gegen Schwarm kämpft und dahinter sind immer nur 10 Leute. Stichwort demokratische Grundwerte. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, inwiefern kann man, wenn man das Internet, wenn man da einige Rechtsformen oder Rechtsnormen macht, inwiefern kann das die demokratischen Grundwerte einschränken oder geht das überhaupt? Die werden nicht eingeschränkt. Ich glaube, dass das politische System in Deutschland vor allem deshalb funktioniert, weil wir noch eine sehr funktionierende Medienlandschaft haben. Nehmen Sie mal die Situation an in China. Da glaubt der Bürger nicht mehr in die Staatsmedien. Und da war ja durch Twitter im letzten Frühling waren ja fast innenpolitisch instabile Verhältnisse. Gucken Sie sich Italien an. Ich interpretiere den Erfolg der Grillo-Partei dadurch, dass eben das politische System in Italien von vielen Bürgern einfach komplett an Glaubwürdigkeit verloren hat. Also das hängt sehr stark damit zusammen, ob die Menschen an die Institutionen glauben oder nicht. Und hier, wenn ich das noch sagen darf, sind ja viele Bewegungen, vieles an Schwarmintelligenz in Deutschland sind ja in Wirklichkeit Querulanten, die sich artikulieren und ihre Partikularinteressen voranbringen, wie auch der Minister das dargestellt hat. Dass die jetzt noch nicht politisch durchschlagen, hängt eben damit zusammen, dass eben das Gesamtsystem noch funktioniert, auch ökonomisch. Damit mit den Querulanten werden wir wieder bei der Manipulation, wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, wie sieht das dann aus, wenn einer, Sie haben gemeint, Querulant ist und seine Meinung, der gibt die dann häufiger? Das ist halt die anonyme Kommunikation. Ich verweise da nur auf das Beispiel, was der Minister benannt hat, dass er eben in einzelnen politisch sehr brisanten Fällen schreiben die Leute ihm per Mail oder äußern sich zu Twitter oder auch in Blogs und er kann, weil er seine Leute kennt, identifizieren, dass das eben nur 4 oder 5 sind. Die Öffentlichkeit, häufig auch Sie als Medienvertreter, denken, dass dahinter eine Bürgerbewegung steht. Das ist aber gar nicht der Fall. Da müssen Sie vielleicht auch manchmal genauer prüfen. Auch das war ja ein eher deprimierendes Beispiel in der Diskussion, was von dem Abgeordnetenwatch-Vertreter dargelegt worden ist, dass viele Medienleute, weil sie heute an Multitask-Desk arbeiten, also Fernsehen, Internet, Presse in einer Hand liegt, gar nicht mehr die Zeit haben, um zu recherchieren, ob das jetzt wirklich zutrifft, was ihnen im Internet zugewiesen wird. Dankeschön. Bitte. Natürlich möchten wir auch den Veranstalter heute noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Das ist Professor Wolfgang Tinnert, der Direktor von der LPR. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass Sie da sind und wir fanden, es war eine ganz runde Veranstaltung. Ziehen Sie doch mal Bilanz. Was ist Ihr Fazit des Tages? Mein Fazit des Tages ist, dass es nach wie vor Fernsehen und Hörfunk und Zeitungen geben wird als wichtige Informationsquellen für den Wahlberechtigten vor der Wahl, aber dass sozusagen das Netz, die Community hinzukommt. Das haben wir aus den USA jetzt gelernt und wir werden mal gucken, was in Deutschland sozusagen ankommt von den Erfahrungen aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf über den Atlantik hierher. Sie haben es ja eben schon gesagt, der Wahlkampf verlagert sich ins Netz. Welche Rolle spielt da die LPR? Die LPR ist eine Einrichtung, die nicht nur privates oder kommerzielles Fernsehen und kommerziellen Hörfunk zulässt und beaufsichtigt, sondern auch mit Telemedien zu tun hat.
Und sie ist eine Anstalt, die auch zu tun hat mit der Sicherstellung chancengleichen Zugangs von Parteien zu Medien und die sich auch kümmert darum, dass Bürger möglichst viel politische Informationen bekommen, damit sie auch mündige Wahlbürger am Wahltag sein können. Herr Professor Tenert, was wünschen Sie sich von den Parteien, aber auch von den Internet-Usern für den Online-Wahlkampf? Ich wünsche mir, dass die Parteien alle Zugänge, Informationszugänge der neuen Zeit, also über Radio, Fernsehen, Presse und online, zu den Wahlberechtigten finden, um sie zu informieren, um sie zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Und ich wünsche mir natürlich von den Wahlberechtigten auch, dass sie sich informieren und dass sie zur Wahl gehen. Das ist fast das Wichtigste. Das war ein gutes Wort zum Schluss. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Online-Kampagnen gehören heute zum Standardrepertoire im Wahlkampf. Und da das Medium bekanntermaßen die Botschaft ist, verändern die neuen Kommunikationsformen auch den Inhalt. Und zwar in einer Weise, die erfahrene Journalisten durchaus mit Sorge erfüllt. Die Politiker stellen sich natürlich sehr stark darauf ein, dass immer nur so kleine Häppchen oder Tweets oder was auch immer gesendet werden können. Und das finde ich sehr gefährlich. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Aber auch die Politiker müssen aufpassen, dass nicht trotz der Vielzahl an neuen Medien insgesamt die Information nachlässt und es oberflächlicher wird. Umso wichtiger erscheint es den Machern der klassischen Medien weiterhin auf gut recherchierten Journalismus mit Tiefgang zu setzen. An unserer Arbeit ändert das eigentlich wenig. Wir haben ein neues Berichtsthema hinzugewonnen, denn wir berichten auch über diese Veränderungen. Aber ich glaube, dass einfach diese neue Form der Öffentlichkeit zu der alten hinzugetreten ist. Nicht die alte ersetzt, sondern ein neues zusätzliches Phänomen darstellt. Politik in den neuen Medien, auch für Journalisten also Herausforderung und Chance zugleich. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von unserer Sondersendung zum LPR-Forum Medienzukunft. Wir haben wieder jede Menge gelernt, ich hoffe Sie auch. Und wenn Sie noch einmal mitdiskutieren möchten, dann gehen Sie auf unsere Internetseite auf rheinmain.tv.de. Dort in der Mediathek können Sie sich diese Sendung noch einmal ansehen. Wir wünschen jetzt noch einen schönen Abend, tschüss und bleiben Sie uns treu. Machen Sie es gut.